Bis es eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, Chat, dass dieser Schatten mir folgt. Er gibt überhaupt gar keinen Sinn, wenn ihr darüber nachdenkt. Warum dreht er sich mit? Heißt das, die Sonne müsste sich drehen? Doesn't make any sense. Riot, fix it. Warte, was passiert, wenn man Schatten anmacht? Was passiert, wenn man Schatten anmacht? Guck mal, er hat seinen Schatten. Die Sonne kommt also so. Sie steht sehr im Zenit. Und sie kommt so leicht von links. Mein Schatten hat keinen anderen Schatten, nur den Schatten. Und wenn sich einer von denen drehen würde, dreht sich der Schatten nicht mit. Guck, dreht sich nicht mit, das ist realistisch. Riot Games, auch mal euer Game fixen, bitte. Danke. Ey, danke dir, Knallkopf, the real one. Finde von der Sub. Oh, ich bin kein Text mit Rune. Fuck. I'm a Griefer. Ich liebe diesen Schrei. Von der Passiven. Ich hätte seriously Text mit Spin Sonder. Ja, ich finde leider outrange von ihrer Q. Und sie kann ja sogar am Laufen casten, die Stinkerin. Aber egal, wir müssen sie nur comboen. Wir sind eine deutlich bessere Roma. Und Pike Dravenlanes werden sich auf jeden Fall ganken lassen, nicht wahr? In dem Matchup sogar Mercs recht gut zu kaufen, recht früh, weil wir halt. Wir müssten ihre Combo tanken. Es gibt kein Roterplay gegen ihre QE-Combo. Es ist halt nicht so geil, wenn wir gegen Bria spielen, Magic Resistance zu rushen. Mich glaube ich, dass traurig, dass es nicht gereicht hat, die Reichweite. Was ist eigentlich ganz cool am Backspace, ähnlich wie so Raka Q. Je näher du den Spell an dir dran. Je näher du den Spell an dir dran kastest, desto schneller fliegt er. Desto schneller spawnt er. Genau wie so Raka. Voll cool. Coole Skill Expression, weil auch halt. Da was wächst halt der sein, ne? Sie ist ja dann gut, wenn Leute rumdashen. Dann ist ihre Passive da, ihre W ist stark und ihre E ist stark. Und deine Q ist so quasi dein Ranged Wave Champion, damit du halt halbwegs gegen Mages überleben kannst in Lane. Schon eigentlich komplett feines Design. Feines Design gegen Mobilitätscharaktere. Weil sie ist eigentlich so Nischenpick, so Yone, Yasuo, Irea, Akali. Das ist ihre Welt. Nicht Orianna, Syndrazi und so. Das ist nicht ihre Welt. Und das auch in Ordnung. Soll Stärken und Schwächen geben. Ja, wie schnell das E da war, weil der Gegner nah mit dran stand. In dem Fall die Vase sein. Nice. Badadam, badam, bam, bam. Geht sie Botlane da? Was macht sie? Ist sie wirklich Botlane gegangen? Ja, was ich richtig scheiße an dem Patch aktuell finde, ist, dass es noch weniger Grund gibt, für Top oder Mitte zu spielen. Weil Riot Games ja aus irgendeinem Grund, also was heißt aus irgendeinem Grund, aufgrund der Lane-Stops in Competitive, nochmal den Top-Lane-Turm und den Mid-Lane-Turm Tanker gemacht hat als Bot-Lane-Turm. Also für Bot-Lane-Spielen ist nochmal besser geworden, was ohnehin schon in 10-10 war. Aber gerade mit den letzten beiden Patches, AD Carry und Support bekommen jetzt noch mehr EXP als vorher und ihr Turm ist im Verhältnis zu den Mid-Lane- und Top-Lane-Turrets noch angreifbarer. Also könntest du sowohl mehr EXP kriegen, als auch mehr Gold bekommen. Und es gab ja schon davor nicht wirklich einen Grund, nicht für Bot-Lane zu spielen. Oh ja, schöner Double Buff an Syndra, das wird mich gerade richtig glücklich machen. Schade. Ja, sehr weirder Invade, aber anyway. Heißt, ist es nochmal besser geworden, für Botlane zu spielen. Man kann Riot Games auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie inkonsistent werden. Sie haben eine Lane, die sie sehr mögen, das seit vielen Jahren. Ja, einen guten XP-Lead. Aber ja, wir werden gleich Recall-TP'en müssen oder so, mal gucken. Hast du Vekos heute fertig gemacht? Ja, Vekos war gerade eben ein schöner Win. A beautiful win. For finally, mate. For game finally. Längster Champion des Projekts bisher. Und ich bin sehr happy, dass Vekos längster Champion war. Ich hatte richtig Angst, dass ich keiner auf so rake Hardstack bin für 8 Games oder so. Mit mich 8 Games mega gelangweilt. Auf Vekos gab es eine Menge mehr zu entdecken und eine Menge mehr richtig und falsch zu machen. Deutlich cooler auf Vekos Stack zu sein als auf fucking irgendein so boring Champion. Vekos hat Spaß gemacht.
So, gehe ich jetzt Basen für Swifties? Nicht für Swifties, für Ionians, wenn ich kürzeren TPCD habe. Nehmen wir das hier mit. Eigentlich will ich Ionians nicht haben. Ich glaube, ich gehe für Hextech Alternator. Ja. Und ein Burst jetzt eigentlich. Wenn wir sie raufflashen mit Ult und einem Teammate, können wir sie schon one-handen. Das ist definitiv möglich. Kommen wir ganz kurz, falls die Bria in der Nähe, schon auf den Dinger drauf ist, nicht in der Nähe. Weil hier müssen wir halt unbedingt die Wave contesten. Aui. Ja, ich werde halt sofort auf Range von der Combo und ich kann sie nicht tanken. Das ist ganz bei ganz vielen Mages so gegen Syndra, weswegen ja die Hälfte des Mage-Kaders gegen Syndra Mercs rusht, weil du tankst halt die Combo von ihr. Und wenn du dann keine Mercs hast, bist du halt manchmal einfach in Ganks tot oder aber die kann ihre restliche Combo noch weiterspielen, was auch stinkt. Nicht wahr? Schade, wenn der Flasche Flash Invest zählt, können wir sie actually killen, aber ich verstehe auch, dass es nicht will. Das ist eine Flasche Warndash, vielleicht kann ich den später benutzen, um sie zu töten. Leider tatsächlich Flash zu verlieren, ist für sie viel geiler als für mich, weil sie einfach safer ist. Ja, wenn ich Combo tanke, habe ich ein Problem. Ah, das ist natürlich einfach nur dumm von den Gegnern. Ja, also der Vego war noch in der Reichweite, ne? Kriegen einen dreifachen Ult-Proc. Gut. Einfach so ein einzelnes Gut. Double Kill für Vego, das sollte ihn glücklich machen. So, vielleicht also dieses erste Midland-Tubidu, das wir gerade hatten, ist vielleicht das Zünglein an der Waage, um das Early Game dann doch in unsere Richtung entscheidend kippen zu lassen. Aber wir brauchen eigentlich kein Pinkboard mehr, wir haben einen sehr gut platziert. Oh, kriegt sie ihn zurückgetradet? Ja, wenn nicht sie, dann Vego. Ja, guck mal, das ist ja auf Triple Kill. Double Kill Mitte into Kill Botlane. Richtig geil. Na, da hat Draven den Bounty bekommen und seine Stacks bekommen, was schon echt zackt, aber wow. Happens sometimes in life. Oh, dass sie davon noch treffen lassen, macht mich sehr glücklich. Hat auch sehr viel Damage gemacht wegen des Alternator Procs. Der da oben drauf geflogen kam. Danke der The Viv, danke auch an Agent Bumblebee und an Helge Schneider und an Leobob. Kneikopf The Real One. Willkommen, Lutz Boys, Lutz and Ladies. Oh, wir sind ehrlich, davon war kein einziger Subscriber eine Frau. Sind wir ehrlich, Chat. Wenn gerade vier Frauen im Chat wären, wäre das schon viel. So, ich denke, wir spielen auf ihrer Flashlosigkeit für einen Regank, wenn es geht. Mit unserem gefeedeten Vego, sobald der Base war, ist nämlich komplett auf. Oh, wir haben alles gesetzt gerade von ihren Spells. Nice. That's very nice. That's very nice. Rampage. Es beginnt Mitte und es snowballt sich, das Game. Es snowballt sich. Wieder doch. Ja, der macht zwei Kills Mitte, jetzt ist er auf kompletter Mobi 9 Spree. Das darf sie eigentlich nicht. Sie hat kein Flash. Sollte hier versterben. Okay, sie hat Blastcon. I think she's out. Schöner Leona Slow. Mega nice. Es war nämlich illegal, was sie gemacht hat. Leon hat es auch registriert, dass es illegal ist. Genauso wie wir. Wir lassen. Oh, nicht ganz bei der Minutes bekommen, leider. Mega nice, unsere Leon auch direkt gemoved ist. Sie hat nicht eine Sekunde gezögert, wisst ihr? Ich habe sie nämlich dringend gebraucht, haben wir ja gesehen am Ende für den Damage ihrer Passiven, aber auch für ihren CC. Und sie hat nicht eine Sekunde gezögert. Die haben einen Ping gesehen, ist losgesprintet. Liebe. Danke dir, Brisingir, Fenerflänzer. Denke an das Feuer. Danke dir, Bro. Ist der neue Patch schon draußen? Ja. Heute ist der Patch rausgekommen. Wir sind auf 14.11.
Yep, yep. Talk in Victory, Talk in Love, Talk in Love, 15 Monate High Quality. Ah, du Stinker. Talk in Victory, Talk in Love, Talk in Love. Ein scheiß riesiger Bounty abgeben, der Stinker, aber immer noch ein Pike. 800 Gold, da. Geschert mit Briar. Sehr unnötiger Def. Wenn du so stark bist, musst du einfach vorsichtig spielen, auch in League of Legends. Dumbo zieht das zurück. Hätte er nicht machen dürfen. Der Stinker. Hast du schon wieder meine Subs? Ich bin in ihrem Kopf so tief drin. Und nice! Die Vex-Performance! Ein Night-Cosplay, wenn auch ein billig, aber es ist trotzdem ein Night-Cosplay. Jesus. Sondern die Pien 10. Mal raus hier. Also, ich muss mich jetzt nicht beschützen. Ich habe keine Angst zu sterben. Der Jax vielleicht, der geht 1-4. Das ist nicht gut. Weil die ist dead. Das ist nicht gut, Chat. Nicht gut. Our team is not doing too hot. Not doing too hot. Aber wir sind very hot. Can win. Can always win. Gucken, wir Wallcrops oder Rapper verteidigen können. Pike ist halt noch in der Nähe, ne? Leute, ist Ultra 30. Auch erst Old Level 1. Meinst du, da ist ein Busch drin? Okay, haben mich eh gesehen. Verteidigen Toplane. Pike könnte hier sein. Jax ist tot. Also, es ist so oder so fette Unterzahl. Shot not do shit. Hier. Kurz die Wave von hinten vielleicht. Die hat keine Ult. Da ist sie. Meta. Das ist wohl nice. Ah, in Mitte Jungle wird das Game gewonnen. Saga. Take on Trust X, Lucky und Bumpy für die Sobs. Danke euch für den Support, Lasse Boys, Lasse Ladies. Nice, sogar Zopnet fast toll geholt. Mit der Schaffe nicht ganz alle Platten, aber ist auch nicht schlimm. Das hat später noch seine Zeit. Das ist ein großer Bounty. Wollen jetzt nicht an einem schlechten Death an Pike sterben, der Mitte geroamt kommt. Oder auch an Bria. So wie der Viego jetzt schon wieder einen Death tanken wird. Weil er einfach immer wieder fighten will. Und damit Bounties an den Gegner gibt. Ja, vielleicht dort played. Oh, vielleicht dort. Actually. Dass Syndol da so gewifft wurde, ist so insane. Er kriegt jetzt einfach alle drei, by the way. Syndol just whiffed it big time. She whiffed it big time. 0-5. Mid-Diff! Ein Doppelkiff-Vego Mitte als er 0-1 stand und seitdem macht er Dinge. Und wir machen hier ein cleanes Performance-Game mit wenig Risiko und nur hohen Rewards. Aber ja, Webhitter und Vego. Wieder zurück zu 14 Kills. Aber er spielt halt so, dass es den Gegnern eine Möglichkeit gibt, zurückzukommen. Da hat jemand gerade Geld genommen. Das mag ich nicht so sehr. Also, seine Stats sehen so cracked aus und er macht auch seinen Job nicht bad. Will ich gar nicht ihn wegnehmen oder so. Aber er hat schon einmal 800 Goldbounty gedroppt. Auch der Player gerade eben kann komplett in die Hose gehen, wenn einfach der Gegner ihn outplayed und nicht sich selbst outplayed. Quasi seine Art zu spielen gerade gibt dem Gegner Comeback-Möglichkeiten, die sie nicht verdient haben. Und wir kollapsen und... Wie, hab ich keinen Restart bekommen? Ja, achso, die Person, die ich markiert hatte, ist als letztes gestorben. Oh, okay, I see. Achso, man kriegt nur für die Person, die markiert war, den Restart. Ich dachte für alle, wenn man einen Kill holt. Ey, das war's. We take that up. Gerade wieder auch in Berlin so ein Wolkenbruch. Ich hab heute... well, we take it up. Schneller Win. Heute doch noch bis Warwick. Wenn wir jetzt schon gewonnen haben. Nach 12 Minuten oder so.
Ona Leona. Ich Ona Leona legit für den Move, den sie gemacht hat. Der war so sexy, dass sie da nicht eine Sekunde gezögert hat. Hat einen meiner Ping gesehen und ist direkt losgesprintet. Wie ein treues Doggo. Kriegt einen fetten Honor von mir.